Hallo, ich bin die Sina. So schön, dass du da bist. Heute machen wir eine Art Beginner-Flow, aber das ist natürlich auch für jeden total hilfreich, weil es gibt dir viel Kraft, es gibt dir Mut und vor allem gibt es dir einfach wieder einen Ausgleich zu entweder vielleicht einem stressigen Tag oder wenn du sehr müde bist. Das soll dich so in die Mitte wieder zurückbringen. Und du brauchst dafür kein Equipment. Und eine Matte reicht, aber zur Not, weißt du was, nimmst du einfach einen Teppich oder ein Handtuch. Nicht mal die Matte ist so wahnsinnig wichtig. Dem Yoga ist das nämlich relativ egal. Und Yoga soll dir gut tun, deswegen schau, dass du es so anpasst, dass es dir gut tut. Es heißt, ich versuche dir von Herzen zu sagen, wie ich glaube, dass es die beste Version für uns ist, für uns Menschen mit dem ungefähr ähnlichen Körper so teilen, also mit Hüfte und Knien und so. Aber am Ende des Tages die ganz individuelle Ausprägung, die schaut anders aus bei allen und die fühlt sich vielleicht auch ein bisschen anders an. Deswegen vertrau dir da ruhig. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß. Dann komm erstmal zum Stehen auf deiner Matte. Und schau mal für einen Moment nach unten auf deine Füße und setze die Füße hüftbreit. Meistens stehen wir ein bisschen zu eng. Das heißt wirklich ungefähr da, wo die Hüftknochen sind, gerade nach unten. Und alle 10 Zehen zeigen nach vorne. Vielleicht siehst du dann auch, dass wenn die Außenkanten der Füße parallel sind, dann drehen die Füße leicht nach innen. Und wenn die Innenkanten parallel sind, dann fühlt es sich ein bisschen natürlicher an. Schau mal, was sich gut anfühlt und stabil. Yoga möchte nämlich immer, dass es für dich leicht und stabil ist im Körper, damit das Gleiche auch in deinem Geist passieren kann. Genau. Und dann beug und streck mal so ein paar Mal die Beine, dass du ein Gefühl kriegst für deine Beine. Spür die Fußsohlen auf der Matte. Ja, wenn du vielleicht noch am Anfang stehst auf deinem Yoga-Weg, dann sind diese kleinen Momente wirklich ein Ankommen, ein sich mit dem Körper beschäftigen und mit dem Körper in Verbindung gehen. Das ist einfach so schön und tatsächlich auch, wenn wir ganz weit auf dem Yoga-Weg vielleicht schon sind oder schon lange machen, tut es immer noch immer und immer und immer wieder gut. Und dann heb mal alle 10 Zehen an, spreiz die Zehen auseinander. Ja, ist gar nicht so leicht, gell? Und jetzt schau mal, ob dein Gesicht angespannt ist. Entspann dein Gesicht. Und dann leg mal die großen Zehen ab. Uiuiuiui. Und dann leg mal die kleinen Zehen ab. Da sind noch 3 dazwischen, die nicht abgelegt sind, gell? Genau. Und dann spür mal diese Kraft in deinen Füßen. Und dann leg mal die anderen 3 dazu. Und dann schieb in den Boden und spür, wie du nach oben wächst. Root to rise. Roll die Schultern ein wenig nach hinten. Und dann stehe ganz aufrecht, ja, dass dein Schädel über den Schultern, über den Hüften, über den Knöcheln gestapelt ist und die Arme weich nach unten fallen. Vorder- und Rückseite sind gleich lang. Das nennen wir Tadasana, die Berghaltung. Und in der Berghaltung blicke nun in die Weite. Vielleicht ist da auch gleich wieder eine Wand, aber vielleicht kannst du ein bisschen weit blicken und hier dich ganz groß machen. Und dann schließe die Augen für einen Moment in Tadasana und stell dir vor, du stehst an einer Klippe, blickst über das weite Meer, eine sanfte Brise, frische Luft, Meeresluft und auch eine leichte Gischt. Und dann spüre diese Lebendigkeit, die dadurch in dir erweckt wird. Hier stehen, dich mit dir verbinden, mit der wundervollen Natur in diesem Moment. Jetzt wirst du hier an dieser Klippe und in dieser Weite, in diesem Prana gefüllten Ort. Prana ist die Lebensenergie. Und dann atme mal ein paar Mal hier tief ein und aus. Stehst du noch auf dem ganzen Fuß oder ist dein Gewicht nun in die Fersen gewandert oder in die Ballen? Sind die Fußsohlen noch lebendig und du wächst nach oben, während das Gesicht entspannt ist und die Schultern sinken?
Und jetzt lade tiefe Atemzüge ein, hier an deiner Klippe mit dem Blick über das weite Meer. So wie du es wahrscheinlich tun würdest, wenn du da stehst. Tief atmen. Lebensenergie tanken. Tief ein. Und weich aus. Und dann bring deine Hände vor deinem Herz zusammen, lass die Augen noch für einen Moment geschlossen und lade Prana, Lebensenergie ein in deine Praxis. Vielleicht, wenn du heute etwas gestresst bist und eher aufgedreht, dann hilft es dir, etwas ruhiger zu werden. Und wenn du heute etwas lethargisch bist oder müde, dann hilft es dir, wieder mehr in deine Kraft zu kommen. Und dann öffne langsam deine Augen, komm wieder zurück von deiner Klippe. Schön, oder? So ein Ausflug ans Meer. Okay, und dann schüttel mal deine Füße aus, weil die haben jetzt bestimmt schon viel gearbeitet. Vielleicht sind sie das nicht gewohnt, wenn sie viel in Schuhen drin stecken. Und dann schüttel mal die Hände aus. Okay. Und dann beginnen wir mit einem weiten Stand. Das heißt, lauf die Füße weiter auseinander, sodass du weit stehst, aber ohne, dass du hier den Van Dyke machst zwischen den Lastwagen und dass du aber auch nicht zu eng stehst, sondern so, dass da wirklich ein bisschen Weite entsteht. Und auch hier wieder achte darauf, dass jetzt die Außenkanten parallel sind, das heißt, die Füße leicht nach innen gedreht sind. Okay. Und dann beug und streck auch hier mal so ein-, zweimal die Knie und spür die Kraft in deinen Beinen. Genau. Ja, das ist auch so ein bisschen der Wonder Woman-Stand. Oder Superman. Hm? Genau. Und dann hier ganz, ganz groß werden. Jetzt heb deine Arme, einatmen, nimm Raum ein und breite dich aus. Atme aus über die Seiten tief. Noch zweimal. Einatmen, heb die Arme. Ausatmen tief. Sehr gut. Noch einmal. Einatmen, heb die Arme. Und dann ausatmen, bring die Arme auf Schulterhöhe. Handflächen zeigen nach unten und schieß die Energie durch die Finger nach außen. Und stell dir richtig vor, dass du richtig, ich kenne immer die Incredibles Elastigirl. Und zwar, als würdest du die Wände berühren und so in alle Richtungen schießen. Ja, genau. Beug die Ellenbogen ganz leicht, wenn du wie ich so überstreckte hast. Und dann mach dich weit, mach dich weit. Als würdest du den ganzen Körper von innen nach außen hier strecken, gleichmäßig. Nicht die Hände hinter dich, sondern wirklich auf Schulterhöhe. Sehr gut. Oh, und dann dreh mal die Handflächen nach oben und spür, wie die Schulterblätter fallen. Und jetzt breite dich nochmal aus. Das dehnt ganz schön. Nochmal ein. Aus mit der Einatmung. Heb nochmal die Arme, zieh dich lang, füll die Flanken, starke Beine. Schieb im ganzen Fuß nach unten und dann atme aus. Dreh die Fersen nach innen, dreh die Zehen nach außen, bring die Hände auf die Oberschenkel und dann beug die Knie und setz dich langsam tief. Und dann fange hier an, das Gewicht zu verlagern, von einer Seite zur anderen. Diese Haltung, ich kenne sie aus dem Ballett, Leben lang getanzt, aber im Yoga nennen sie sie die Göttin. Mache heute auch noch den Krieger, ja? Wir gleichen hier auch die Energien wirklich aus durch die Haltungen. Jetzt kannst du mal anfangen, hier in der Mitte langsam zu bleiben. Dich richtig schön tief setzen. Vielleicht musst du die Füße noch mal ein bisschen neu setzen, dass es sich gut anfühlt. Mit der Einatmung, wie so eine kleine Schildkröte, zieh die Wirbelsäule lang, so aus dem Panzer raus. Atme aus, lass deine Schulter fallen und dreh dich sanft zu einer Seite. Mach das noch mal. Einatmen, beug die Ellenbogen leicht. Atme aus, zur anderen Seite, als würdest du so schauen, so was ist denn da drüben los? Einatmen in die Mitte. Wenn die Beine brennen, ist okay. Atme aus, lehn dich hier zur anderen Seite. Noch einmal einatmen in die Mitte und ausatmen. Oh, ich liebe das, das tut so gut. Einatmen, komm wieder in die Mitte und jetzt kannst du schauen, bleib hier oder vielleicht kannst du die Ellenbogen ablegen und die Knie so ein bisschen nach außen schieben. Vielleicht kannst du die Knöchel greifen. Schau mal, was für dich funktioniert. Ja? Ehre deinen Körper. Mein Körper macht den ganzen Tag nichts anderes. Das schaut vielleicht anders aus bei mir als bei dir. Ja? Aber schau mal, was für dich funktioniert. Also dieses Tasten. Speck mal rein, als wärst du im Eiscreme-Laden und hättest ganz viele verschiedene Sorten und du probierst mal. Was für mich Himbeer ist, schmeckt für dich eher wie Senf. Genau. Und dann von hier bring die Hände auf den Boden und dann dreh die Füße wieder parallel. Ja, beug die Knie vielleicht leicht. Und dann auch hier shifte mal und beug ein Knie in das andere und spür, wie die inneren Oberschenkel hier sich leicht öffnen.
Und das ist total schön, eben diesen Kontakt zu den Füßen zu bekommen. Ja. Und hier die Hüften hin und her schwingen lassen. Und den Atem fließen. Ja, komm wieder zurück zum Atem. Schau mal, ob du Spannung wieder im Kiefer aufgebaut hast. Sehr gut. Und dann lauf die Hände so weit nach hinten, wie es geht. Beug die Knie ein wenig. Und lass dich mal über die Beine hängen. Vielleicht mal ja, nein mit dem Schädel. Genau. Super. Und dann beug die Knie, nimm gern die Hände zur Hilfe oder roll dich einfach so nach oben zum Stehen, okay? Dann lass uns mal den Krieger erleben und dann drehe mal deinen rechten Fuß 90 Grad zur Seite und jetzt den hinteren Fuß leicht nach innen, sodass die Zehen so in die Diagonale schauen. Die Hüfte schaut wahrscheinlich auch in die Diagonale, außer du bist eine prima Ballerina, dann ist sie vielleicht ganz offen. Hände in die Hüften. Lang und stolz und dann atme aus, beug langsam das linke Knie, das rechte Knie über Knöchel und komm wieder nach oben. Ja, wenn das Knie wie bei mir gerade über den Knöchel hinausgeht, dann mach den Schritt länger und komm ein bisschen tiefer und wieder hoch. Noch einmal, beug das Knie und jetzt bleiben wir hier. Ja, ja, wir kommen in die Beine. Beug das Knie tief, roll die Schultern zurück, steh stolz. Genau, wie gesagt, die Hüfte ist wahrscheinlich ein bisschen in die Diagonale, aber du schiebst in beide Füße wie vorhin in Tadasana und jetzt heb die Arme, hast du auch schon gemacht. Weit, breite dich aus, richtig stolz und groß und dann blicke über deine rechten Mittelfinger und dann bleiben wir hier noch für zwei Atemzüge, beide Fußsohlen lebendig, deine Flanken lang, stolzes, offenes Herz, Rückseite voll. Nochmal tief ein und aus. Einatmung, komm wieder in die Mitte, streck das vordere Bein und dann lauf die Füße wieder zusammen. Vielleicht magst du sie wieder ein bisschen näher zusammenbringen. Oh, da steht man noch mal ein bisschen leichter. Spürst du den Unterschied? Andere Seite. Okay. Also, dein linker Fuß dreht jetzt aus. 90 Grad. Jetzt ist es ein bisschen horkelig in der Hüfte. Hinterer Fuß dreht vielleicht ein bisschen nach innen. Das heißt, die Ferse ist weiter weg. Und dann, ich mag es gern hier noch ein bisschen weiter stehen. Du schaust mal, was für dich funktioniert. Und dass sich gut anfühlt. Und dann beug mal dein Knie und komm wieder aufrecht. Oh, nochmal. Beugen. Und spür mal, wenn das Knie über Knöchel ist. Jetzt ist es drüber, jetzt ist es dahinter. Vielleicht dahin. Das ist am stabilsten. Nochmal nach oben. Und dann nochmal tief. Knie über Knöchel. Ich laufe mal den Fuß noch ein bisschen weiter weg. Hüfte ist wieder so in die Diagonale, aber ich stehe hier ganz stolz. Und dann, meine Nichte würde wahrscheinlich Elsa hier sehen, wie sie das Eis aus den Fingern schießt. Genau. Beugt das Knie, roll die Schultern zurück und dann öffne die Vorderseite, ohne dass die Rückseite eng wird. So, dann lass auch die Rückseite weit werden. Und beide Fußsohlen bleiben lebendig. Blick gerne über deinen linken Mittelfinger. Noch zwei Atemzüge in Krieger 2. Ganz stolz. Was für eine Yoga-Klasse, oder? Krieger und Götter. Läuft bei uns. Nochmal ein. Und sehr gut. Dann von hier Hände wieder in die Hüften. Dreh die Füße parallel. Und dann lauf die Füße Heel-Toe langsam zusammen. Ein bisschen Michael Jackson reinbringen. Der hat es ein bisschen cooler gemacht, aber wir tun unser Bestes. Und dann schüttel nochmal die Beine aus. Wie cool, oder? Das ist Yoga. Yoga muss gar nicht kompliziert sein. Yoga muss auch nicht Fuß hinterm Kopf sein oder Spagat. Das ist Yoga. Atmen, stehen, präsent sein, dich mit dir verbinden. Cool. Dann komm mal. Wir machen noch was im Stehen und zwar für die Balance. Du kannst dich gerne wo festhalten, wenn du vielleicht, wenn die Balance für dich etwas sehr Schwieriges ist. Schau, dass es dir gut geht dabei. Also kannst dich festhalten und dann bringst du dein ganzes Gewicht jetzt auf deinen rechten Fuß und zieh mal dein linkes Knie zum Bauchnabel. Spiel mal damit. Vielleicht magst du auch noch mal kurz hier so damit spielen, abzuheben. Ja, das ist gar nicht so leicht manchmal. Vielleicht hattest du auch Ohrenweh, dann ist die Balance sehr schlecht. Da ging es mir letztens. Genau, dann schau mal, ob du hier stehen kannst. Hab einen klaren Blick, ja, Fokus. Finde einen Fokuspunkt auf Nasenhöhe, nicht im Boden. Und dann schwing mal das Knie zur Seite auf und vielleicht spürst du hier, dass die Hüfte das Gleiche macht wie gerade bei dem Krieger. Ja? Und jetzt hast du mehrere Möglichkeiten. Du kannst die Fußsohle innen an den Oberschenkel abstellen. Ich weiß, das wollen alle. Ist nicht so wichtig, wo er landet. Innen an der Wade, versuch das Knie auszusparen oder unten am Knöchel. Und dann stehst du hier ganz stolz. Ja?
Also wo auch immer es sich für dich gut anfühlt. Und jetzt schieb Fuß gegen inneres Bein und Bein, inneres Bein zurück und bring die Hände zum Herzen. Wir sind in Vrikshasana, der Baum. Okay. Du kannst hier bleiben oder du hebst sogar nochmal die Arme und breitest dich genauso aus wie ein Baum. Ja, Wurzeln nach unten und dann genauso nach oben die Baumkrone ausbreiten. Noch zwei Atemzüge ein. Aus, yay! Nochmal ein. Und aus. Und rausfallen ist übrigens nicht schlimm. Wieder mal, dem Yoga ist das egal. Im Yoga ist es wichtig, wie es dir dabei geht, was dabei in dir passiert. Andere Seite, are you ready? Das ist bei mir zum Beispiel die Seite, die nicht so gut funktioniert, aber schauen wir mal. Also bring dein ganzes Gewicht auf dein linkes Bein, zieh dein rechtes Knie zum Bauchnabel. Vielleicht magst du dich, wie gesagt, irgendwo festhalten. Vielleicht ist es einfach nur die Arbeit, so ein bisschen Gewicht wieder aufs Bein, vor allem wenn du vielleicht einen Knöchel Verletzung hast oder so. Genau. Ah, super. Richtig schön groß und aufrecht. Habe hier wieder einen klaren Blick. Fokuspunkt. Drishti nennen wir das im Yoga. Und dann öffne mal das Knie zur Seite, so weit, dass deine Standbeinhüfte nicht mitgeht. Und hier wieder wähle den Fuß an der Stelle, die sich für dich gut anfühlt. Und dann stehe hier ganz aufrecht. Die Hüfte ist dieses Mal richtig schön stabil, das Knie nicht ganz offen. Und dann Hände zum Herzen. Und wenn die Handflächen gegeneinander drücken, drücken auch innerer Fuß und inneres Bein gegeneinander. Dann finden wir die Mitte. Und dann atme hier ganz groß. Sehr gut. Und dann heb die Arme, wenn du magst. Ich bin ein Baum. Und aus. Sehr schön. Noch ein tiefer Atemzug ein. Breite dich nochmal aus. Nimm Raum ein. Trau dir es mal, so richtig groß zu sein. Yes. Und dann aus. Release. Vielleicht ist auch deine Fußsohle ein bisschen am Zwicken. Schüttel mal die Füße aus. Sehr, sehr gut. Okay, dann komm auf den Boden. Ja, die Art und Weise, wie du brauchst, wie du magst, denn ich weiß, dass es halt auch einfach Sachen gibt, die nicht für alle so leicht sind. Ja? Das heißt, wenn es für dich nicht so leicht ist, kannst du einfach die Hände auf die Knie bringen, eine Hand zum Boden, das Knie zum Boden und dann kannst du dich hier sozusagen Stück für Stück nach unten setzen. Und es ist auch schön, wenn es dir sehr leicht fällt, vielleicht wieder ein Gefühl dafür zu bekommen, dass es tatsächlich nicht jedem leicht fällt. Und Yoga möchte eben auch, dass es für jeden da ist. Ich weiß, dass es sich ab und zu nicht so anfühlt. Okay, dann komm mal kurz zum Sitzen und dann lass mal die Knie hin und her fallen. Das tut gut in den Hüften. Ihr habt jetzt auch echt hart gearbeitet, meine Füße. Oh, deine Füße. Huiuiui. Okay. Und dann leg dich auf den Rücken. Wenn du jetzt was möchtest, wie eine Decke hinter dir oder unter deinem Kopf, ja, wir bleiben jetzt wirklich auch dann für ein paar Momente liegen, wir machen noch einen kleinen Stretch. Und dann roll dich auf die Wirbelsäule zurück. Super. Und dann lege mal deinen rechten Fuß auf dein linkes Knie. Genau. Du kannst den linken Fuß erstmal abstellen. Vielleicht ist das übrigens das Ausmaß dieses Stretches und es tut dir gut und ist genau das, was du heute brauchst. Wenn du jedoch meinst, so, hey, da geht noch was, dann zieh mal dein linkes Knie zu dir ran und greif mit den Händen in deine linke Kniekehle. Da spüre ich meinen Muskelkater. Zieh die Zehen zu deinem Schienbein ran und dann lass hier deine Hüfte eine leichte Dehnung bekommen. Schau mal, dass dein Kopf am Boden liegt und auch dein Schultergürtel. Hier ist es auch super, vielleicht, das habe ich nicht dazu gesagt, aber vielleicht für die Zukunft für dich, wenn du ein Handtuch nimmst, ja, wenn du da die Arme zu kurz sind, kannst du sie verlängern, indem du ein Handtuch dahinter legst. Und der Vorteil an so Videos ist, du kannst auch auf Pause drücken und dir eins holen. Yay! Genau. Und jetzt lass deine Ausatmung tiefer werden. Lass hier diesen Ausgleich stattfinden. Dann löse langsam die Hände. Bring deinen linken Fuß wieder zum Boden. Spür kurz für einen Moment nach. Und dann wechsel die Füße. Stell den rechten Fuß ab und bring den linken Fuß auf dein Knie. Lass mal hier ankommen. Gib dir mal für einen Moment Zeit, das wahrzunehmen. Und dass es nicht immer wichtig ist, die meisten Sensations, also die meisten, sagen wir mal, Empfindungen zu suchen. Dass nicht immer der tiefste Stretch und die anstrengendste Haltung am meisten bringt. Dass es auch mal sanft sein darf, aber
was auch manchmal intensiv sein darf. Und wenn du mal ein bisschen mehr möchtest, dann zieh das rechte Knie ran, greif mit den Händen hinter dein rechtes Knie. Oh, da habe ich auch Muskelkater. Zieh die Zehen zu dir ran. Und atme hier weich. Entspann dein Gesicht. Du kannst dein linkes Knie so ein bisschen von dir wegschieben und das rechte Knie ein bisschen näher ran. Das kann den Stretch noch etwas mehr intensivieren. Und dann atme noch mal tief durch die Nase ein. Und durch den Mund weich aus. Und dann löst deine Hände, stell den rechten Fuß wieder ab und den linken auch. Und dann kannst du gerne mal die Füße auseinanderbringen, die Knie zusammenfallen lassen und dann die Arme über dir verschränken und dir selber so eine kleine Umarmung geben. So eine Resting Pose, so eine ganz entspannende Haltung, nach innen kehrende Haltung. Vielleicht kannst du dir sogar selber so die Schulterblätter ein bisschen auseinanderziehen. Dir selber eine dicke Umarmung schenken. Nach den ganzen Außenrotationen und der kraftvollen Arbeit hier wieder Ruhe reinbekommen. Ausgleich. Erdung. Und beobachte mal, ob du den Atem nun mehr in den Bauch einladen kannst und vielleicht sogar die Ausatmung etwas länger werden lassen kannst. Und dann löse langsam die Arme. Und dann zieh die Knie zu deinem Bauch ran, greif ruhig ein Knie nach dem anderen, kreise die Knie. Und dann leg dich auf eine Seite. Und dann ganz faul, schieb dich langsam nach oben zum Sitzen. Komm zu einem aufrechten Sitz. Mach sie für einen Moment bequem, leg die Hände nochmal vor dein Herz. Und dann spür mal hinein, ob du nun ausgeglichener bist. Ob du präsenter bist. Wie geht es dir? Erlaube dir, diese Frage, wie geht es dir, ehrlich zu beantworten im Inneren, in dir. Es muss nicht immer alles toll sein. Vielleicht ist auch nicht alles schlecht. Wahrnehmen, was da ist. Das erstmal in dir wahrnehmen und dann vielleicht auch kommunizieren können zu Freunden, Familie, PartnerInnen. Und dann öffne langsam deine Augen. Komm zurück. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast für die Praxis. Ich hoffe, es hat dir gut getan. Gerne weiter verbreiten. Folge mir hier gerne auf YouTube oder höre in den Podcast Kale and Cake rein. Vielleicht magst du auch im Online-Studio von uns vorbeikommen oder in München live vor Ort. Schreib mir eine Nachricht auch auf Instagram @sinadiepold.de oder @kaleandcake.de. Ich freue mich. Und nun ab in einen Tag, in einen Abend, was auch immer gerade bei dir ist. Lass es dir gut gehen und bis ganz bald.